Willkommen zu einem kleinen FIFA-Fußball-Weltmeisterschaft 2018-Special. Ja, ich begrüße euch herzlich. Heute mal kein WM-Orakel, aber trotzdem sind wir mal wieder bei dem guten alten International Superstar Soccer 64 für den Nintendo 64. Ja, zur WM habe ich gedacht, ich zeige euch mal den Szenario-Modus. Also Szenario-Modus bedeutet, wir starten ein Spiel bei einem bestimmten Spielstand und müssen versuchen, dieses Spiel zu unseren Gunsten umzudrehen. Das ist dieser nette kleine Modus hier. Und das wollen wir einfach mal probieren. Das werde ich jetzt immer so ein bisschen an diversen Spieltagen. Ich weiß noch nicht genau, wie ich es hochladen werde. Auf jeden Fall, während die WM läuft. Ich weiß auch noch nicht, wie viele Parts das werden. Es gibt insgesamt 16 Szenarien. Ich denke also, ein paar Parts werden es wahrscheinlich schon, je nachdem, wie viel Zeit noch übrig ist. Hier haben wir zum Beispiel so ein Szenario Deutschland gegen Tschechien. Zweite Halbzeit. Wir sind bereits bei der Hälfte der Spielzeit angekommen. 5 Minuten geht so eine Halbzeit. Und ja, Deutschland muss dieses Spiel gewinnen. Ein Unentschieden reicht nicht. Wir müssen also, ja, dieses Spiel in den letzten verbleibenden 2,5 Minuten noch umdrehen. Und das Ganze werde ich auf Level 5, sprich dem höchsten Schwierigkeitsgrad, spielen. Ja, das heißt, das wird nicht so einfach. Ihr seht hier unten die Sterne noch. Das zeigt so ein bisschen die Schwierigkeit an. Hier haben wir zum Beispiel was, Österreich gegen Schweden. Da führen wir sogar und müssen diese Führung einfach nur über die Zeit bringen. Das hat zum Beispiel nur einen Stern, weil es relativ einfach ist. Ebenso Kroatien gegen Dänemark, da führen wir ebenfalls mit Kroatien und müssen das auch nur über die Zeit bringen irgendwie. Ja, solche Geschichten. Besonders schwierig ist das hier mit 6 Sternen. Das ist Holland gegen England. Wir haben nicht mehr viel Zeit und müssen 4 Tore schießen. Und das bei Level 5. Das wird hart. Ich glaube, da werde ich auch einige Versuche brauchen. Also, dieses Projekt könnte durchaus ein bisschen dauern und deswegen wahrscheinlich auch für die gesamte WM. Und ich habe mir gedacht, ja, weil heute das erste Spiel von Deutschland ist, Deutschland gegen Mexiko, lade ich das Ganze heute schon hoch und wir, ja, gucken mal, was hier so entsteht. Also heute mal kein Karrieremodus in dem Sinn, sondern tatsächlich reines Fußballspiel. Also wahrscheinlich für viele von euch nicht so interessant, aber ich habe mir gedacht, zur WM kann man das ja mal machen. Gut. Genug geplaudert, gehen wir es an. Deutschland hat einen 0:1 Rückstand aufzuholen. Werden sie es schaffen? No. Das sehen wir jetzt. Start the game. Ja, die Formation, die können wir hier auch nochmal ändern, die Strategie und so weiter. Lassen wir aber mal alles so. Wir legen einfach mal los. Gut. Ein Freistoß, aber nicht gerade aus aussichtsreicher Position, oder? Wollen wir mal gucken, ob wir den gut reinbringen? Ah, das wird nix. Gucken wir einfach mal. Gucken wir uns die Sache mal an. Das kann doch nicht so schwer sein, immer getreu nach diesem Motto. Wichtig ist, wenn wir, dass wir uns jetzt keinen zweiten Gegentreffer fangen, weil dann können wir es eigentlich vergessen. Auf der anderen Seite wäre es ein gutes Training für Holland gegen England, 1:4 Rückstand. Wobei ich muss sagen, das ist sogar tatsächlich relativ gut machbar, weil Holland hat eine wahnsinnig gute Offensive in diesem Spiel, eine der besten. Und wenn du sehr offensiv spielst, also ich habe tatsächlich sehr gerne mit der holländischen Mannschaft in diesem Spiel gespielt, damit habe ich auch immer die meisten Tore gemacht. Ja, aber probieren wir es erst einmal so. Bock, ich habe keinen Bock mehr, hat er sich gedacht und macht direkt den Ausgleich. Ei, wunderbar, ei, wunderbar. Das klappt ja wie am Schnürchen, klappt das hier. Wunderbar. Oh, guckt euch das an, wie er den in die Maschen zimmert. Ja, so passt das. Gut. Blatzek. Blutzuck. Ja, hier, wir spielen sogar Pokémon. Blatzek, Blutzuck. Ja, das ist unfassbar. Ist ja egal. So, Klarhold. Wir haben noch genug Zeit, um den Siegtreffer zu erzielen. Und das... Ah, verdammt, wenn der angekommen wäre, hätte es vielleicht sogar schon so weit sein können. Dann wären wir schon sehr früh in Führung gegangen. Also wie gesagt, es ist der höchste Schwierigkeitsgrad. Es ist Level 5. Das heißt, es kann hier sehr schnell gehen, dass wir auch wieder einen Gegentreffer kriegen. Wagner konnte es verhindern. Der Manuel Neuer dieses Spiels. Einer der stärksten Torhüter. Und hier, glaube ich, angelehnt an Andreas Köpke damals noch. Ja, tatsächlich. Der hat damals noch gespielt. Man muss wirklich sagen, die Statistiken der einzelnen Spieler, sie bewirken tatsächlich etwas. Also
Es ist tatsächlich so, die einzelnen Werte, die merkst du hier deutlich, die Unterschiede. Und wir haben das weitere Tor. Wunderbar. Und Rilke war's. Sieke, mit Sieke hätte ich gerne mal ein Tor geschossen. Das ist der Jürgen Klinsmann damals gewesen. Ja, also wenn ihr einen mit einem guten Schusswert habt, der schießt auch wirklich sehr, sehr gut in die Maschen. Wenn ihr jedoch mit einem Verteidiger aufs Tor schießen wollt, das geht eher in die Hosen, meistens. Es sei denn, man stellt sich gut an. Die Teams sind eigentlich auch tatsächlich, also die Schere klafft schon teilweise sehr weit auseinander. Das schwächste Team hier ist tatsächlich Griechenland. Die haben zum Teil wirklich miserable Werte. Aber Deutschland hier tatsächlich das zweitstärkste Team. Gut. 3:1, ich glaube, das sieht sehr, sehr gut aus für uns. Ich glaube, das können wir fast schon... Das können wir eigentlich locker über die Zeit bringen jetzt, oder? Sollen wir mal den Ball halten? Sollen wir jetzt einfach mal hier den Ball so ein bisschen in der Verteidigung hin und her passen und einfach gar nicht mehr versuchen anzugreifen? Nein, das geht gegen die Ehre. Also ihr seht schon, mein Spielstil hier ähnlich wie in International Superstar Soccer 2000. Tatsächlich spielt sich das Spiel, ich finde, dadurch, dass es sich nochmal arcadiger spielt als International Superstar Soccer 2000, finde ich es vom Gameplay her tatsächlich ein Stück besser. Es ist halt, International Superstar Soccer 2000 hat schon so ein bisschen versucht, realistischeres Gameplay hinzubekommen, soweit das halt möglich war. Und hier halt noch nicht so. Hier ist das Ganze sehr, sehr arcadig und liegt mir tatsächlich deutlich besser. Das Einzige, was... Ich quassel wie ein Wasserfall. Ich quassel noch mehr wie der Kommentator. What a Cracker! Ich bin doch gar nicht auf What a Cracker eingegangen. Ja, es kommt mir auf jeden Fall sehr entgegen, dass das Spiel sich sehr arcadig steuert. Die Torhüter sind wahnsinnig stark in diesem Spiel. Genau das wollte ich eigentlich sagen. Da müsst ihr euch also ordentlich was einfallen lassen, gerade auf Level 5, um an denen vorbeizukommen. Aber es funktioniert. Aber teilweise hast du echt das Gefühl... Germany! Match victorious! Ja, Szenario Nummer 1 abgeschlossen. Ja, teilweise hast du echt das Gefühl, die Torhüter haben irgendwie... Die Bälle sind magnetisch und die Torhüter haben irgendwie auch Magneten in den Handschuhen und... Ja, ne? Deswegen, ich finde die Torhüter hier wahnsinnig stark. Aber wir sind an ihnen vorbeigekommen, gleich viermal. Das war ein wundervoller Auftakt. Aber war auch bei weitem noch nicht das schwerste Szenario. Was mag uns hier noch alles erwarten? Ein weiteres 3-Sterne-Szenario haben wir hier. Unentschieden zwischen Frankreich und Spanien. Spananien. Gut. France overtaken by Spain to tie. Score at last minute. No time for tears. Score this free kick. Also Spanien hat den Ausgleich geschossen, aber das kann Frankreich natürlich nicht auf sich sitzen lassen. Und mal gucken, ob wir mit Frankreich den Siegtreffer erzielen können. Bring it on! Der gute alte Chatillo. Ich glaube, das soll Zinedine Zidane sein, tatsächlich. Freistöße waren hier allerdings noch nie so wirklich meine Stärke. Ich wusste früher mal, wie man anschneidet. Auf dem Emulator kriege ich es irgendwie nicht so gut hin. Egal. Zimmern wir ihn einfach in die Mauer. Habt ihr gehört? What a Cracker! Was für ein Cracker! Ah, und... Ja! Wie sind wir noch rangekommen? Lecomte hat mir wieder die Führung gebracht. Oh, wunderbar! So. Den konnte der Torwart nicht abwehren und ich war etwas schneller als der Verteidiger. Und rumstidums haben wir den Führungstreffer erzielt. Ah, da kommt doch richtig WM-Fieber auf. Ein Spiel zwischen zwei echten Spitzenmannschaften, die auch diesmal wieder zu den Favoriten zählen. Und wer das erste Spiel der Spanier gesehen hat bei dieser WM, der weiß auch, warum die Favorit sind. Auch wenn sie noch den Ausgleich hinnehmen mussten, die sind schon bockstark. Und dasselbe gilt dieses Jahr für Frankreich, die einen unglaublich talentierten Kader haben. Da bin ich also auch mal wirklich sehr, sehr gespannt. Also gerade auf diese beiden Mannschaften, die sind eigentlich tatsächlich so meine beiden Top-Favoriten auf den Titel. Deutschland natürlich auch. Und Brasilien ist da sicherlich noch zu nennen. Aber ich glaube, diese beiden
die stehen dieses Jahr über allen anderen. Ich bin wirklich mal gespannt. Gut. Mal gucken, ob wir hier durchkommen. Nee, brauchen wir auch gar nicht. 3-1 gewonnen. Franz! Der gute alte Franz. Franz haben wir hier wieder, genau. Wie bei International Superstar Soccer 2000. Also wie gesagt, leider keine Story in dem Sinn, keine Visual Novel, wie wir sie schon mal hatten. Aber dafür reiner Fußball. Reiner Winkel, nein. Okay, ja. Jetzt haben wir ein etwas schwierigeres Szenario, nämlich Italien wieder mal gegen Tschechien. So, entschuldigt, kurz unterbrochen worden. Wo war ich stehen geblieben? Ach ja, Italien gegen Tschechien. Diesmal haben wir aber nur sehr, sehr wenig Zeit. Mal gucken, ob das ausreicht, um 2 Tore zu schießen. Gegen die Italiener, die diesmal leider nicht dabei sind. Ich denke, wir werden sie noch schmerzlich vermissen bei diesem Turnier. Mal gucken. Ein Freistoß und den sollte ich nach Möglichkeit verwandeln. Also probieren wir es mal auf diese Variante. Oh Gott, dammit, Napa. Egal, ich bin trotzdem noch am Ball. Was soll schief gehen? Tut mir leid. Okay, das ist jeder Schuss ein Treffer irgendwie. Und wie gesagt, es ist Level 5. Es ist wirklich Level 5. Oh shit. Wobei ich gar nicht weiß, ob das im Szenario-Modus überhaupt einen Unterschied gemacht hat. Ich weiß gar nicht, ob du den auf Level 1 spielen konntest. Also Level 1, wo sie wirklich nur leichte Dribblings machen, die Gegner, und sich dann sonst kaum so gut wie gar nicht wehren. Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Ich habe das nicht mehr so im Kopf. Ich habe das immer nur auf Level 5 gespielt, seit Jahren, und irgendwie. Es ist nicht so, dass ich jetzt die riesen super hyper mega Skills in dem Spiel noch hätte. Das war früher mal besser. Wer sich an das Spiel auf High Five United erinnert gegen Matze, da hatte ich zum Beispiel schon wieder einiges vergessen gehabt. Konnte ich auch nur ganz, ganz knapp gewinnen. Aber es klappt noch halbwegs. Aber es wird wohl diesmal nicht ausreichen. Nein, diesmal hat es nicht ausgereicht. Ja, du sagst es. Szenario 3 nicht geschafft. Fails gehören dazu. Probieren wir es noch einmal. Okay. Selbe Freistoßvariante wie eben. Probiere ich jetzt einfach nochmal. Diesmal sind wahrscheinlich zu viele. Da, ich konnte den Torwart doch ausspielen. Perfekt. Hatte schon befürchtet, da sind so viele Verteidiger im Weg. Aber hat geklappt. Okay. 2:2. Wenige Sekunden zu spielen, schaffen wir den Führungstreffer, der sicherlich verdient wäre. Oder wird es unentschieden enden? In dem Fall, ihr habt es gesehen, ist das Szenario natürlich nicht geschafft. Wir müssen immer gewinnen. Und das ist, wenn man nur ein paar Sekunden übrig hat, gar nicht so einfach. Man muss sich ja immer auf den Gegner neu einstellen, auf die Spielsituation. Das ist sicherlich schöner, wenn du die komplette Halbzeit übrig hast. Oh je. Es wird eng von der Zeit her. Werde ich es diesmal schaffen? Desinone? Wir haben es geschafft. Boah. Desinone mit dem Doppelpack. Wundervoll. Ich spiele am liebsten mit Carboni, der ist nämlich schon komplett ergraut. Im italienischen Team der Angreifer. Der passt gut zu mir. Ich bin auch mittlerweile mit 31 Jahren auch schon fast komplett ergraut. Und von daher passt der sehr gut zu mir. Oh cool, kriegen wir sogar noch eine Chance? Nee, vergesst es. Oder? Au, der hat mich... He's going hard. Der hat mich voll umgestoßen, die Sau. Italy! Wundervoll. Okay, dann haben wir 3 Szenarien geschafft.
Und ich denke mal, wir müssen ja nicht alle auf einmal machen. Wir gehen die vierte vielleicht beim nächsten Mal an. England gegen Deutschland, ein Klassiker. Diesmal müssen wir die Engländer zum Sieg führen, wie unrealistisch. England spielt zu Hause. Dieser Eckball wird dir zeigen, dass England der Geburtsort des Fußballs ist. Das werden wir ja nochmal sehen, du. Naja, müssen wir. Wir müssen England zum Sieg führen. Ich habe keine andere Wahl. Aber das heben wir uns für den nächsten Part auf. Bis dahin, euer Weehawk. Und viel Spaß bei der Fußball-WM 2018.